Hallo meine Süßen, ich bin's Ross Anthony und ich grüße alle Leser bei Schlagerplanet.com. Also, hau rein, ihr schafft das, ne? Irdische Glück ist, wenn mein Mann mir morgens eine Tasse Tee ins Schlafzimmer bringt, ne? Dass ich nicht sofort aufstehen muss und über die Hunde kümmern muss. Aber das passiert selten. So, anscheinend, meine irdische Glück wird nie passieren. Mein größter Fehler... Mein größter Fehler ist vielleicht, dass ich zu penibel bin. Zu penibel. In dem Sinne, dass alles bei uns muss einen Platz haben, alles muss picobello, sauber, schön sein. Und es ist ein bisschen, unser Zuhause ist ein bisschen wie ein Schauraum. Weißt du, was ich meine? Wenn die Leute so diese Schaufenster sehen, das ist bei uns auch zu Hause. Wenn Menschen Geduld haben, wenn Menschen Respekt für anderen haben, wenn Menschen was Gutes für jemand anderes tut, sowas, ne? Ja. Wenn Leute weiße Socken mit Sandalen tragen. Kann ich nicht ab. Oh mein Gott, wie DJ Ötzi! Nee, es gibt... ich glaube, was ganz schlimm für mich ist, ist, wenn Leute beim Autofahren so überholen und sich nicht bedanken. Oder wenn man eine vorbeilässt und so und die sich nicht bedanken, finde ich ganz schlimm. Also ihr müsst eigentlich nur meine Instagram- und Facebook-Seite angucken, um zu sehen, dass ich stehe total hundertprozentig zu Social Media. Ich liebe es, wenn ich andere Leute auch folgen kann, um zu sehen, was sie alle machen. Ja, ich bin ein Internet-Tussi. Wir haben ein ganz tolles Leben. Wir könnten natürlich viele, viele Menschen damit erreichen mit unserer Musik. Und dass ich drei eigene Shows habe bei MDR und noch die anderen Sachen, was dazukommt, ist wirklich ein Highlight für mich. Und das würde ich nie vergessen. So, wenn jemand an die Tür klopfen würde und sagen, halt, könntest du dir vorstellen, wirklich ein Samstagabend-Show zu machen, was ich jetzt mache. Ich mache dort Samstagabend. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, weil ich würde meine Familie bei MDR traurig machen und das könnte ich nicht machen. Also ich finde diese Seite ziemlich cool eigentlich, ne? Ich glaube, ich bin genau richtig. Ich wurde genau in die richtige Zeit geboren. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich war nicht nur von Handy oder Computer abhängig. Jetzt inzwischen ist ein bisschen Sucht geworden. Also ich finde wirklich, ich wurde in die richtige Zeit dann geboren. Also ich könnte mich super vorstellen mit Kerstin Ott. Da würde ich mich sehr freuen, weil ich finde die Songs, die sie schreibt, wirklich, es kommt von Herzen. Es kommt von Herzen. Mit wem noch? Okay, mit Linde Fay habe ich einen Song gesungen und auch mit Stephanie Hertel. Das war ein tolles Erlebnis. Vielleicht Inke Bause wäre was Cooles. Ich weiß, dass die meisten Leute werden Helene Fischer sagen oder Andrea Berg oder Beatrice Igli oder Vanessa Mai. Die habe ich alle gehabt. Nein, aber ich könnte mich wirklich mit jemandem wie DJ Ötzi vorstellen, so ein toller Song. Oder halt Nick P. Meine nächsten Projekte sind eigentlich ziemlich viel. Ich bin sehr viel unterwegs in den nächsten Monaten. Auch wegen mein aktuelles Album. Ich habe sehr viele Stadtfesten. Nicht nur das, ich bin viel im Ausland, auf Kreta zum Beispiel oder in Österreich, der Schweiz. Und dann natürlich kommt eine neue Auskopplung von mein aktuelles Album. Zu Weihnachten, so eine Winter Edition, könnte man sagen. Und da arbeite ich jetzt dran an viele neue Songs. Mein Lebensmotto auf Englisch ist das: That I'm a twinkling star and no one should ever make me feel like my star is fading. Dass ich ein funkelnder Stern bin und niemand sollte mir das Gefühl geben, dass das irgendwann weg wird.